Hallo, 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 weiter geht es mit diesem wunderbaren Game nach namens Among the Sleep, glaube ich. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Wenn nicht, tut's mir leid. Und zwar sind wir im zweiten Teil von diesem wunderbaren Let's Play. Wir gehen nach unten, das Monster hat uns die Tür aufgemacht, beziehungsweise unseren Teddy geklaut, den wir wieder dabei haben. Und ab nach unten, seid gespannt, mit mir zusammen, mit Facecam, werden wir uns erschrecken bei diesem Horror-Let's Play. Ich habe jetzt schon Angst. Ab nach unten. Oh, oh. Saving ist auch nicht gut, weil dann kann was Böses kommen. Wir können nicht mehr mit unseren Teddybären. Boah, ist das böse, dieser Sound. Wir können nicht mehr mit unseren Teddybären irgendwelche Türen aufmachen. Was ist das denn hier? Okay, es sind nur Mäntel. Scheinbar hat diese Familie sehr viele Mäntel, die natürlich immer aussehen wie Menschen. Ist natürlich klar, oder? Ist natürlich Standard. Hier kommen wir nicht rein. Was ist das? Ein riesiger Staubsauger? Das ist allgemein ein Staubsauger. Ich find, der ist nicht riesig, der ist einfach nur klein. Ja, Lars. War das eine Klospülung? Boah, ist das böse. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Ach du heilige Scheiße. okay. Hier ist doch jemand. Das sind nicht wir. Ich habe keine Boots an, beziehungsweise Stiefel, die rumlaufen. Eieieiei. Was gucken die denn so hier? Aha, Pornos, Pornos, noch mehr Pornos. Fall Obst! Okay, das war echt Obst. Aber egal. Fernseher, was hast du zu uns? Boah, Spiel, sei nicht so eklig. Diese Stimmung, diese Atmosphäre. Hässlich, hässlich, hässlich. Ich will nicht weiter spielen. Das ist auch ein gutes Anzeichen. Wenn man nicht weiter spielen will bei einem Horror-Display, sollte man es machen. Weil dann wird's richtig gruselig. Dann wird's richtig gruselig. So. Ich bekomme schon Gänsehaut. Ich bekomme Gänsehaut, Leute. Seht ihr es? Seht ihr, ich bekomme Gänsehaut. Ach du heilige Scheiße. Gänsehaut ist auch ein gutes Zeichen für ein gutes Spiel. Ich bekomme komplett am ganzen Körper Gänsehaut. Sogar an meinem Pimmel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Egal, egal, egal. Weiter geht's. So, ich hänge hier fest jetzt an der Tür. Egal. Also ich bin nicht der Fan von diesem Teddybär, weil ich will schnell lieber schnell abhauen. So, können wir unter den Tisch uns verstecken? Ja, lieber unter den Tisch. Unter das Sofa können wir da auch? Natürlich. Ob man hier irgendwelche Secrets bzw. Sachen finden kann, weiß ich gerade gar nicht. Was ist das? Eine Zeichnung von mir und meinem Teddybär. Wenn das der Teddybär ist, kann ich auf jeden Fall besser zeichnen wie so ein Teddybär. Beziehungsweise es geht eigentlich, ne? Also die Person ist gut gemalt, aber der Teddybär, da musst du dich noch ein bisschen hier anstrengen, kleiner Lars. So, ab zum Fallobst, was wir hier gesehen hatten. Das ist der Schaukelstuhl, der bewegt sich aber nicht. Hier ist doch jemand. Mama, ist jemand über uns? Irgendwie schon. Das ist der Geist, den man nicht sieht. Hallo? Hallo, Drogen? Wollen wir Freunde sein? Boah, scheiße, mein Herz. Nein. Du hast meine Flasche zerstört. Mein Saufen, das war... Komm her! Eins gegen eins. Warte, nicht gerade noch auf? Natürlich macht ein Baby so mit einer Hand so, zack, jetzt den Kühlschrank auf, kein Problem für ihn. Ist das halt Baby. So. Wir stehen mal auf, dann sehen wir mehr, mit Licht. So Mr. Geist. Vielleicht kann ich mit dem Teddybär den Geist sehen, ich weiß es nicht. Man kann es ja mal ausprobieren. Ich hoffe mal lieber nicht, weil ich das sehen würde. Oh, hallo, Mr. Kuscheltier. Hör auch auf, hör doch bitte auf mit so einem Scheiß, ganz ehrlich. Es ist so fies gemacht, dass man nur Licht hat, wenn man so langsam ist, ne? Wenn da was kommt, kann man nicht abbauen. Es ist so ultra fies. So, was haben wir jetzt hier? Okay, dann müssen wir wieder hoch. Wir können einen Stuhl hinschieben, wenn das funktioniert. Können wir einen Stuhl schieben? Moment, erst Mr. Teddy. Weg. Dankeschön. Schau mal, geht's nicht. Also das Gespenst ist natürlich unsichtbar. Es geht nicht, okay.
Natürlich unsichtbar ist ja logisch, dass es unsichtbar ist. Und es schmeißt gerne Sachen auf den Boden. Und es hat uns auf jeden Fall schon 10-mal entdeckt. Weil sonst, keine Ahnung, hätte schon 10-mal gesehen. Na klar, da kann man die weit rausziehen. Das bedeutet, wir können normalerweise hier hochklettern. Das sollte so funktionieren. Lars baut sich eine Treppe, eine provisorische Treppe, die sich der Lars gebaut hat. Gar kein Problem, kein Ding für King. Was ist das denn schon wieder hier? Weil diese ganzen Japsengeräte hier, nur Billigware. Das gibt's doch gar nicht, oder? Hauptsache über den Herd laufen, der an ist. Ja, ich bin ein kleines Baby, ich gehe gerne über den Herd. Ja, eine Pfanne, die ist an. So, weiter geht's. Rolle. Bin auch ein Monster, ich schmeiß auch alles runter. Wie? Das geht nicht kaputt. Das geht nicht. Tschüss. Tschüss. Was ist das? Schon wieder Japsen-Produkte hier. Mann, 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 weg damit. So, kommen wir von hier ran. Komm mal, sehr schön. Auf die Scherben springen. Ja! So, sonst irgendwas hier nicht entdeckt? Muss vielleicht nochmal zurückgehen? Ich weiß es nicht. Haben wir noch irgendwas? Nö. Okay, was? Wir können einen Apfel mitnehmen. Boah, ist der Apfel groß. Der ist doppelt so groß wie wir. Egal, weiter geht's. Ihr seht, Teddybär ist mit einem am Start hier. Hinten auf dem Rücken. Der sprechende Teddybär und die ganze Teller der Leiche verteilt. Oh, die kommen auch ziemlich groß vor, obwohl wir sind zu klein. Das ist das Problem. So. Wollen wir es machen? Ich mach's einfach mal. Geh auf Tür. Nicht hinter der Tür sich irgendwas verstecken. So, ganz auf. Dankeschön. Oh, ich dachte schon gerade. Oh boy, oh Spiel, hör bitte auf damit. Hör auf mit diesem Scheiß. Ich hab doch keine Lust. Lass uns einfach hier raus. Ich bin da draußen in die. Ich glaube, draußen ist es nicht so gefährlich. Ist es an? Ja, es ist an. Die. Penis? Nein. Die Klima. Die Klimaanlage. Die. Ihr wisst Bescheid. Die Sicherheitsanlage. Wie heißt das Ding hier? Das fällt mir der Name gar nicht ein. Von dem Ding. Ihr wisst aber Bescheid, was ich meine. Dieses Gerät, womit man Einbrecher verschreckt. Die Alarmanlage, so heißt es. Ist scheinbar an, weil ich glaube, die Amis haben alle Alarmanlagen, wenn es überhaupt in Amerika spielt. Sieht aber so aus bei diesen ganzen Plastikhäusern. Ohne Witz, Amis haben einfach nur Plastikhäuser. Aber egal, das ist eine andere Geschichte. Was öffnet sich da? War das eine Tür? Ist eigentlich hier was drin im Schrank? Ich habe gleich geguckt. Der ist schon wieder? War der nicht gerade da hinten? Soll ich dich mitnehmen oder was? Mom. Oh, ist das schön. Wieder von uns gemalt. Deswegen ist schön. Auf jeden Fall, der Teddybär ist richtig hässlich gezeichnet worden. So. Mr. Gespenst, wenn Sie kommen, ich habe einen Teddy, womit ich Sie abwerfen kann. Das ist der Killer-Teddy. Der auch gerne in Vasen kackt. So, hier haben wir nichts. Hier ist auch nichts. Das heißt, es geht weiter. Tüdelüdelum. Wir haben... Was ist da denn passiert? Wollen wir das? Ist das ein Portal in eine andere Welt? Ist das irgendwie ein Zeichen? Keine Ahnung. Ein Besen. Das ist der geniale Besen. Der Besen des Todes. Das Gewitter ist ziemlich brutal. Es kommt aber nur in ausgewählten Situationen natürlich. Das macht ein Gewitter aus. So. Ich werde nicht Pikachu. Mist. Mist. Ich wollte Pikachu reinwerfen. Egal. Husten, damit wir die Situation unter Kontrolle bekommen. Haben wir irgendwas verpasst hier? Haben wir nichts verpasst in dem Spiel? Da ist ein Boot, okay. Da kommen wir nicht rein. Der ultra geniale Superbesen versperrt den Weg. Das ist der Killerbesen. Und wo sind wir denn jetzt? In einem dunklen Raum. Vor unserer Zeit. Oh oh. Ich feiere diese Spiele so hart, ne? Ich feiere sie so dermaßen, aber man kommt einfach nur Angst. Kann ich irgendwas hier rausziehen? Nein. Die Trennwand ist cool, Sonne will ich auch haben. Sieht echt gar nicht mal so schlecht aus. Da kann man hinter fieken. So, was haben wir hier? Ein Tresor. Hier haben wir einen Schuh. Ist das ein Schuh? Ein kleiner Schuh. Gut, aber nicht mir. Was leuchtet denn da so? Seht ihr das? Da leuchtet doch was. Ist die, warum leuchtet die Vase? Hat das was zu bedeuten? Die leuchtet. Seht ihr das? Ist da was drin? Muss ich da irgendwie rein? Ist da ein Secret drin? Die Leuchtvase? So, Schreibtisch, du komm mal mit. Ich will gucken, ob in der Vase was ist. Vielleicht muss ich da irgendwas rausholen. Vielleicht ist da Plutonium. Vielleicht ist da hier dieses
Wie heißt das Zeug von, Mist, mir fällt der Name gerade nicht ein. Wie ist Zeug, was Superman tötet? Kryptonit, genau. Ist der Kryptonit drin? Nein. Schade. Da kann man auch nicht rein. Warum leuchtet die denn? Egal, wir gehen weiter. Es ist ganz angenehm mit dem Teddybär, ne? Aber man ist echt langsam. Oga, aga. So, was ist das da oben? Das ist eine Lampe. Sehr gut. Ich kann schon mal rein gucken, ob da was, irgendwas Böses drin ist. Scheinbar nicht. Wir können nicht mal umgucken uns. So, wir sind jetzt im begehbaren... Hör bitte auf mit diesen Geräuschen. Wir sind scheinbar im begehbaren Kleiderschrank. Ich mach mal die Tür nach hinten zu, auch wenn wir fliehen müssen. Lieber nicht. Das ist ein begehbarer Kleiderschrank. Ich hoffe doch mal. So, wo sind wir denn jetzt hier? Ist das Mama? Ist der Mama im Bettchen? Ist das von den Eltern, beziehungsweise von unserer Mama? Ich glaube schon. Was hat die denn für einen Hut da liegen? Ja, sieht so aus. Ein weiteres Bild. Sagt das irgendwas aus? Ganz viele Schuhe, die alle hässlich sind. Und alles, sind das alles Vans oder Sneakers sein? Keine Ahnung. Ja, wir müssen scheinbar nach da oben. Wir kommen wieder nicht an die Türklinke ran, wie auch immer. Das heißt, wir können bestimmt hier wieder hochklettern. Das sieht gut aus. Wie viele Klamotten die schon wieder hat. Immer diese Frau mit ihren Klamotten. Ich als Baby hab sowas nicht. Entschuldigung. Musste mal räuspern hier. Und wir ziehen das Ding hier. Können wir es aufziehen hier? Ja, sehr schön. Das passt. Und dann gehen wir doch mal. Ist hier unsere Mama? Jetzt wird gerettet. Ist alles vorbei mit unserer Mama? 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 Da kommt jemand. Hört ihn atmen. Hier ist jemand, der Geist. Ist er jetzt noch da? Oder? Ist das eine Socke? Ja, ich dachte schon gerade. Was ist das für ein Muster auf dem Teppich? Ich nehme jetzt meinen flauschigen Bären und erledigt! Ist jetzt noch da, der Geist? Na gut, wir sehen ihn ja eh nicht. Ihr könnt genau neben mir stehen die ganze Zeit. Ich würde ihn nicht sehen. Weil es einfach nur ein Geist ist. So, Mama ist scheinbar nicht da. Hier wurde ich gezeugt. Hier hat sie gefickt. Hat die eine Brille gehabt? Ich bin gerade verflixt. Die hat doch keine Brille gehabt, oder? So, hier ist wieder ein Bild, was diesmal durchgeschnetzelt, wollte ich gerade sagen, was natürlich hier nicht ganz gut gezeichnet wurde, beziehungsweise durchgestrichen wurde. Eieieiei. Oh, das ist echt böse, die Spiel. Atmosphäre, echt Hammer. So, was haben wir hier? Wie haben wir Sputz? So, eben husten, kleinen Moment. Eben gemutet, dann passt es so, weiter geht's. Entschuldigung. Ich muss immer etwas räuspern, weil meine Stimme noch nicht ganz da ist, weil ich auch noch nicht so lange wach bin. Kann ich hüpfen? Nein. Okay, weiter geht's. Weiter geht es. Und ich verliere irgendwie meine In-Ear-Kopfhörer die ganze Zeit. Das ist nicht optimal, wenn die immer rausrutschen. Ich bin nicht so ein In-Ear-Kopfhörerträger. Mr. Mantel, gucken Sie mich bitte nicht so an. Was ist das hier für eine Schleifspur? Ist das die Schleifspur von unserer Mama oder was? Als ob die jetzt unsere... Nee, oder? Oh, Gänsehaut incoming. Kommt mir nicht gerade noch her? Ja. Das war's wohl jetzt. Hat der unsere Mama mitgenommen? Nee, oder? Waren da schon immer so Risse drin? Ich glaube, der hat unsere Mama verschleppt. Oder ist einfach nur dahergegangen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das vorher nicht da. Deswegen habe ich gerade ein bisschen Angst. Okay. Dann gehen wir auf jeden Fall mal weiter hier. Irgendwas hier neu dazugekommen, ne? Okay. Ah! Okay. Hallo, Spiel. Oh Gott, mein Herz. Mein Herz, hallo, Spiel. Dankeschön. Dankeschön für diese... ultimative Einladung. Dankeschön. Dankeschön, Spiel. Das hat Spaß gemacht. Ich bin weg.
Oh Gott. Oh. Also durchatmen. Das war brutal auf jeden Fall. Nein, der Fernseher ist aus. Wie wollen wir jetzt erzogen werden? Musik, hör bitte auf. Musik, hör auf. Boah, das war brutal. Das war richtig brutal. Kommen wir jetzt hier oben rein? Nein. Es hat sich irgendwas neu geöffnet. Nur die Tür da. Entschuldigung. Das war brutal. Was ist das denn? Ein Spiegel in einer anderen Welt oder was? Das war auf jeden Fall brutal. Boah, war das scheiße. Wo sind wir jetzt hier? Ha, wer ist da denn? What is this? Guck mal, Teddy, was ist das? Ist das unsere Mama? Unsere Mom, die da unten ist? Ich geh einfach mal rein, oder? Soll ich da reingehen? Das ist ein Portal in eine andere Welt. Warum hängt da so ein Fahrrad drin? Cool. Wo sind wir denn jetzt? Ich bin verwirrt. Hier fliegen Sachen durch die Gegend. Sind wir mitten in mein Auge von einem Tornado oder was? Can you see your reflection? It's what? Her. But it seems more like a memory. Das ist unsere Mutter auf jeden Fall. Wurde sie verschleppt von dem bösen Geist und ist jetzt in einer anderen Welt oder was? Okay. Wir sind einfach nur im Keller. Wer geht als Baby freiwillig in den Keller? Tap to open your Inventar. Okay. Ah, das ist jetzt Inventar quasi drin, okay. Muss ich das jetzt da reinwerfen oder was? Haben wir das hat die das vorher schon gehabt um den Hals? Ich hab nicht drauf geachtet, Entschuldigung. Aus welchen Details achte ich nicht. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier im Keller. Hier war scheinbar der Boiler oder sowas in der Art. Und wo führt das bitte hin? Sind die Anschlüsse für... Müssen wir da jetzt reingehen oder was? Einfach mal ein Loch rein. Komm, Teddy. Du voran. Du voran, Teddy. Loading. Okay. Einfach mal reinjumpen. Ja, 10.000 Kilometer später. Are you alright? Yes, sir, Mr. Teddy. Whoa, what is this place? Ich hab keine Ahnung. Komm bitte mit, Teddy. Ich hab Angst ohne dich. Du bist mein einziger Freund. Voll der zusammengenähte Teddy, Alter. Voll der möchte gern Teddy. Und das als Zweijähriger so einen Scheiß bekommen. Bestimmt selbst genährt von der Mama. So, dürfen wir runterfallen? Ich denke mal nicht. Wir können das nicht mehr aufnehmen. Doch. Hey, was für eine Welt. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Auf jeden Fall würde ich sagen, bevor wir jetzt diese Welt hier betreten, sage ich nur eins. Das war's von dem zweiten Part von diesem wunderbaren Spiel. Wenn es euch gefallen hat, würde ich freuen, mein Däumchen nach oben, denn ich bin der Lars und ich sage nur eins. Dann ein Haufen nicer Boys reingehauen bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr habt euch nicht zu stark erschreckt. Wenn ja, Hose wechseln, Unterhose passt schon. Tschüssi.